Also Sie sprechen mit jemandem, der 2006 im Alter von 36 Jahren die WM gespielt hat und 2008 im Alter von 38 Jahren. Insofern kann ich Ihnen sagen, dass der Roman eigentlich jetzt erst ins beste Fußballalter kommt. Und als Ratschlag würde ich aber auch mitgeben, vielleicht sollte er nochmal den Verein wechseln. Weil wenn man zu lange bei einem Verein ist, das sage ich aus eigener Erfahrung, da lernt man gar nicht mehr so viel, weil man auch meistens gesetzt ist, auch wenn er jetzt mal ein paar Spiele draußen war. Aber ich glaube, so ein Wechsel tut auch mal immer gut. Ja? Die Dortmunder haben da ja auch einen guten Mann hinten dran. Es gibt auch noch einige andere gute Torleute, die sie eben angesprochen haben. Ich sehe da einen Horn, der sich da toll entwickelt. Trapp ist gut, Ter Stegen in Barcelona natürlich, aber der natürlich auch im Moment besonders im Vordergrund und auch wirklich gut gehalten hat, ist der Bernd Leno, der wahrscheinlich auch von seiner internationalen Erfahrung her, wie auch ein paar andere Leverkusener Feldspieler natürlich, die schon davon profitiert haben, sicherlich auch mal da im Kreis der Genannten auftauchen sollte.